Ich darf Ihnen Wagner Treffer vorstellen. In der roten Ecke, er ist 29 Jahre alt, 1,79 Meter groß, wurde gewogen mit exakt 76 Kilogramm. Er bestreitet heute seinen zweiten Kampf vom Team Pankratz in Oldenburg. Markus Busch. Der erste Kampf des Abends. Sein Gegenüber in der blauen Ecke, 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, gewogen mit 77,2 Kilogramm. Er bestreitet heute seinen ersten Kampf. Und er kommt vom Team La Honda Magdeburg. Clifton Harris. Dreimal zwei Minuten. K1. Für diesen Kampf heißt es Ringfeuer. Zur ersten Runde, Round 1. Oh, direkt eine schöne Rechte von Gleb Tokarev. Gleb hat die Hände sehr niedrig. Aber schöne Maltbewegung. Oh, schöner Körpertreffer. Busch hier mit einer schönen Rechten. Stopp, Tritt, Tokarev fängt. Check. Schöner Low-Kick. Nein, tief. Der kam tief. Tokarev kriegt kurz Zeit, um sich zu erholen von dem Tiefschlag. Trotz Tiefschutz ist das immer ziemlich unangenehm. Und weiter geht's. Ui, schöne Kombo. Schön ausgeglichen. Beide setzen Treffer. Aber Tokarev einfach dominanter, auch aufgrund seiner Reichweite. Er boxt relativ lang. Karev überfallartig, checkt den Kick hier. Nochmal gecheckt. Hey, schöner Low-Kick von Tokarev. 1-2-Kombi. Vereinzelte Treffer auch von Busch. Schöner Jab von Busch. Schöne erste Runde. Tokarev ein bisschen dominanter, hat die besseren Sequenzen gehabt, konnte mehr Treffer bringen. Seconds out, Betreuer wieder aus dem Cage. Zweite Runde. Die zweite Runde, Round 2. Schöner Jab von Busch. Schöner Low-Kick von Busch. Check von Tokarev, Check von Tokarev. Ui, schöne Rechte von Tokarev, die hat auf jeden Fall gesessen. Zweimal Busch mit einem schönen Low-Kick.
fangen an, Wirkung zu haben. Tokarev nimmt jetzt auch schon seine Hand runter und versucht zu blocken. Da muss er aufpassen, das kann gefährlich werden. Aber sein Boxen ist halt sehr dominant. Da ist er einfach länger als Busch. Aber lässt sich jetzt hier in die Bredouille bringen. Wird hier ermahnt, es gibt keinen Clinch beim K1. Oh, schöne Overhand. Oh, wieder eine schöne Räfte von Tokarev. Nochmal durchgekommen mit der 1-2. Stopptritt. Jetzt Busch mit einer schönen Kombi. Schön zum Körper. Tokarev direkt wieder mit einer Antwort. Oh, der Aufwärtshaken war drin, die linke war auch drin. Jetzt hat Busch seinen Moment, jetzt kommt er nach. Tokarev sieht müde aus. Kein Clinch. Low-Kick von Tokarev. Low-Kick von Busch. Schöne 1-2. War auch eine schöne Runde. Dieses Mal sehe ich Busch ein bisschen vorne. Hat er meiner Meinung nach ein bisschen mehr geliefert gerade. Meiner Einschätzung nach entscheidet es die dritte Runde, wer diesen Kampf jetzt gewinnt. Die dritte und letzte Runde. Letzte Runde. Durch das Superman Punch. Ja. Busch. Oh, schöner Kick von Tokarev. Tokarev macht das gut mit dem gerade Boxen, ja. Antwortet in der Regel mit zwei geraden Schlägen. Mit seiner Reichweite ist das gar nicht so schlecht, aber lässt sich schon auch stellen von Busch. Jetzt. Schöner harter Low-Kick von Tokarev. Wieder der harte Low-Kick. Noch ein Tiefschlag. Ja, das kann, so ein Tiefschlag kann dir die letzte Luft in der letzten Runde kosten. Das kann ganz schnell dafür sorgen, dass das Adrenalin weg ist, dass die Kondition da darunter leidet. Ist eine unschöne Sache. Knappe Minute noch. Ja, Tokarev sieht sichtlich müde aus, Busch ein bisschen mehr Elan noch. Kommt hier besser ins Ziel, aber Tokarev macht das gut, wie gesagt, mit seinen langen Händen. Tokarev leidet in der Verteidigung gerade ein bisschen. So. Busch hat den höheren Output. Und wie ich sage, findet Tokarev irgendwie zweite Luft. Kommt hier gerade zu seinem Comeback. Schöne Schlaghagel-Kombi.
zum Körper, zum Kopf. Ende des Kampfes. Tokarev sollte hier ein bisschen die Nasenlänge vorne gehabt haben. Möchte ich mich aber nicht festlegen. Na, ja, wenn man den Tiefschlag bedenkt, denke ich, geht das schon in Richtung der blauen Ecke. Die Kampfrichter haben entschieden, einstimmiger Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der blauen Ecke.